Servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Neue Folge. Da hinten passiert bald ein herrlicher Sonnenuntergang. Herrlich. Ich habe hier schon einen Stuhl. Ja. Und was machen wir heute? Wir sind heute wieder am kleinen Fluss und werden heute das erste Mal so ein bisschen in die Dunkelheit fischen. Jawohl, ja. Ich habe mir zwei Ruten schnell zu Hause gebaut. Ja. Die werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und dann werden wir heute hier die Stelle in Angriff nehmen. Zwei Grundruten, Tauwürmer und versuchen das erste Mal auf Aal zu angeln. Mal schauen, ob wir Glück haben. Wow. Ich glaube, die beiden Kinder sind mit der Rutenangel. Schöner Fisch. Guck mal, ich nehme den Fisch an. Da ist Petri, schöne Barbe. So, da muss man schnell das Intro zu Ende sprechen, weil die Motorradfahrer hier unterwegs waren. So ist das hier, mitten in den Dörfern, wenn man da unterwegs ist. Ja, da kommt dann halt auch öfter mal eine Motorradgang entgegen. So, wie gesagt, wir sind hier am Fluss zurück und was ist hier los? Ich glaube, die Bleie fangen an zu laichen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht ab und zu mal jetzt im Hintergrund hier sieht. Hier kommen immer Fische raus. Die wälzen sich so ein bisschen. Das könnten sein, dass anfangen die Bleie zu laichen. Dann haben wir uns das genau richtig ausgesucht. Ich habe zwei Ruten bei. Eine Tauwürmerpackung müsste reichen mit 25 Stück. Wie gesagt, ihr könnt ja mal da hinter mir das Gewässer nochmal beobachten. Hier kommen ganz schöne Wellen. Also könnt ihr mir gut vorstellen, dass die Bleie hier laichen. Ich piekse mal schnell hier die Ständer hin. Ja, zwei Einzelständer hier unten drin. Und dann kommen wir zu den Montagen. Ja, da werden wir dieses Jahr öfter mit den Ruten angeln. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne, muss ich sagen. So. Zack, wir haben noch nicht viel bei. Eben so ein Köfferchen. Da ist alles drin, was wir brauchen. Aber ich schweife schon wieder ab. So, mit den Ruten werden wir jetzt öfter angeln. Wenn es jetzt dieses Jahr auf Aal geht, universal einsatzbar vom Boot, vom Land. Und eigentlich Spinnruten, jetzt hängt der Haken natürlich hier im Kescher drin. Eigentlich Spinnruten, aber hier flochtene Schnur, dass der Aal schnell rauskommt, egal wo man angelt. Mag ich beim Aalangeln, dann einen ganz normalen Wurmvorfach, einen kleinen Haken dran. Ich werde die Tauwürmer immer halbieren, quasi an jeden Angel einen halben. Dann haben wir hier Wirbel, drei Perlen, drei rote, freilaufenden Wirbel dahinter mit einem Tiroler Hölzchen. So sieht die andere Montage auch aus. Da werde ich jetzt schon mal beködern. Wie gesagt, da kommt immer ein halber ran. Einfach in der Mitte durchreichen, reißen, oben ruf, hoch. Dann schlaufen wir, dann fädeln wir den ein. Ihr merkt ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war schon so lange nicht mehr auf Aal. Das ist schon eigentlich viel zu spät für den Saisonanfang. Ja, so kommt er dann ruf. Ja, da kann das schön austreten, die Düfte. Dann haben wir ja hier die Brücke, dann kommt eine links davon an den linken Pfeiler und eine an den rechten Pfeiler. Zack, an den linken Pfeiler. Eng. Die kommt hier hin, so dass man so schön greifen kann. Zack. Und die kommt dann vor den rechten Pfeiler. Und dann ist man schon startklar. Wie gesagt, ich bin echt aufgeregt. Viel zu spät der Saisonanfang hier auf Aal. Ja, viele haben schon Aale gefangen. Klar, die ersten warmen Tage, die haben sogar schon gebissen, da war es noch kalt. Da wurden schon Aale gefangen. Jedenfalls hat man den in sozialen Netzwerken gesehen. Ja, das war sehr beeindruckend, dass da die Aale schon gehen. Ja, wie gesagt, die zweite hier auch eine Spinnroute. Oder ist eher eine Dropshot-Route sogar. Viele Ringe, da hat man eine schöne Biegung hier in der Route.
aber trotzdem steif genug. Auch geflochtene Schnur, hier ganz genauso aufgebaut. Ne, Tiroler Hölzchen, drei rote Perlen, freilaufend. Weil mit dieser Montage ist man wirklich, da kann man im See angeln, ne, damit kann man im Fluss angeln, damit kann man überall angeln. 50 Gramm sind hier dran, ein bisschen viel für den kleinen Gramm, aber ne, wie gesagt, man will ja mit der Montage an verschiedenen Gewässern angeln und 50 Gramm ist genau so ein Mittelding, da kann man sagen, oh je, hier sind die Fische wieder unterwegs. Bei 50 Gramm kann man sagen, das ist so genau, damit kann ich sogar stellenweise an der Oder direkt an der Strömungskante angeln, im strömungsberuhigten Bereich, ich kann in so einem kleinen Flüssen angeln, ich kann im See angeln. Und das kann ja nicht zu viel sein, weil wenn der Fisch abziehen will, hat er freies Spiel. Das ist egal, ob da 100 Gramm unten dran hängen oder 5 oder so. Das ist völlig egal. So, der kommt auf der andere Seite ran. Und dann schauen wir mal. Zack. Davor. Dann haben wir die auch fertig. Die kommt hier auch in den Ständer. Zack. So, dann sind beide Angeln hier drinnen, beide Ruten sind scharf. Was braucht man für einen Aallappen? Natürlich ein Handtuch, haben wir auch dabei. Und dann haben wir die Bümmeln dabei, die kommen nachher ran, wenn es dunkel ist. Ich habe eine Kopflampe bei. Und dann haben wir alles dabei. Oh, habt ihr gesehen? Hier war schon der... Oh. Ah, schade. Oh, da beißt es. Oh, dann nehmen wir die Rute. Ja, da haben wir den ersten Fisch. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Das läuft doch. Den ersten Fisch auf dem halben Tauwurm. Schauen wir mal, was da rauskommt. Zack. Ah, guckt euch an. Eine schöne große Jüster. Geil, geil, geil. Ja, da ist der erste Fisch schon draußen, eine Jüster. Die sieht ein bisschen runtergekommen schon aus. Also die leichen vielleicht sogar mit jetzt hier in dem Pulk. Aber Stelle funktioniert, Montage funktioniert. Und da muss ich glatt mal gucken, ob man die Tauwürmer, ich habe bloß wie gesagt 25 mit, ob man die Tauwürmer jetzt noch kleiner reißt. Dass es nachher auch reicht für das Aalangeln. Oder man muss sich natürlich dann aus einem Fisch, spätestens dann, wenn die Würmer zur Neige gehen, muss man sich ein Stück rausschneiden. Und dann müssen wir mit Fischfetzen angeln. Zack. Kommt auch wieder rein. Oh, das läuft gut. Das wirft sich auch gut damit. Ja, das Gute ist, hier müssen wir mal nachgucken, jetzt der Ölbissen, mit den Tiroler Hölzchen. Ja, das kann sich halt nicht verheddern, nicht verdrehen. Der Köder liegt immer frei. Und wenn jetzt am Tage natürlich und im Hellen schon der erste Biss kommt, dann weiß man auch, dass die Montage funktioniert. Das ist natürlich dann immer beruhigend. So, hier wurde bloß mal kurz dran gezogen. Können wir wieder aufschlaufen. Den Newton. Dann kommt er wieder auch in die Fluten. Sehr gut. So, und dann müssen wir heute mal gucken, wie das hier ist mit den Mücken. Wir haben natürlich auch das gute Thermashelm im Auto, weil da brauche ich gar nicht so tun, dass man so cool ist und so hart und man kann hier die Mücken widerstehen. Also, da stehe ich wirklich doch auf meinen Thermashelm. Das ist einfach nur mega angemacht. Plättchen, Dampf verteilt sich und gut ist. Wenn man jetzt da sieht es noch gut aus. Ja, wenn man jetzt aber da lang guckt, guckt euch mal die dunklen Wolken an. Ja, wir sollen so um 21 Uhr rum, soll wohl noch mal Regen kommen. Aber was gibt es eigentlich Besseres? Wir haben jetzt noch 23, 24 Grad. Ja, und dann noch ein bisschen Regen. Also was Besseres gibt es eigentlich nicht, damit die Aale munter werden. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob hier in diesem Abschnitt noch welche drinne sind. Also es wird überall vielleicht mal ein Aal drinne sein, aber wie viel?
ob man wirklich welche fangen kann oder ob das ein Glücksfang ist. Aber ich habe euch ja gesagt, wir fahren die Gräben dieses Jahr öfter an. Ich habe mir jetzt den Tackle zurecht gemacht. Klar hat man immer noch, also als YouTuber sozusagen, wenn man darüber einen Film machen möchte, hat man noch eine Kamera und noch einen Akku und noch ein Kabel und sowas dabei. Aber ansonsten zwei Routen, zwei Ständer, eine Tasche und ein Sitz. Mehr ist es nicht. Und in die Tasche passt alle drin, die Köder und. Also besser geht es nicht. Und hier sind wirklich die Fische unterwegs, mein lieber Mann. Also ich denke wirklich, dass so langsam bei dem Wetter, dass die Friedfische, die Bleiejüstern hier, vielleicht jetzt hier rumleichen. Immer wieder so am Rand sind die unterwegs. Das ist natürlich sehr interessant, wenn die natürlich abgeleicht haben. Also dann muss es mit dem Aal auf jeden Fall klappen. Wenn es welche gibt hier drin. Ja, wir werden dieses Jahr viele so eine Gräben beangeln. Auch ganz, ganz kleine mal. Einfach mal ausprobieren. Ja, man wundert sich wirklich manchmal, wo überall der Fisch vertreten ist. Wo man überall Fische fangen kann. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel bei den ganzen Bleien und Jüstern, die wahrscheinlich jetzt hier in Unwesen treiben, wie viel Fisch es in so einem Graben eigentlich gibt hier. Ja, das hat ja letzte Mal schon gesagt, ihr habt so eine Dinger auch. Überall gibt es so eine. Also, probiert einfach mal. So schnell kann man Fisch fangen. Auch wenn man keine Jüster wollte. Aber jetzt genießen wir erstmal ein bisschen die Abendstimmung. Ich schone meine Stimme. Und wir kriegen hoffentlich bald den nächsten Biss. Der nächste Fisch. Der wird ja sogar schon ein bisschen ungemütlich hier vom Wetter her. Ja, laut der Wetter-App zieht sich hier vorbei. Der Regen und so. Hoffen wir mal. Zweiter Fisch. Zweite Fischart. Sehr schön. Auch eine schöne Größe. Ja, eine schöne Plötze. Geil. Der fehlt sogar hier hinten eine Flosse. Aber das hat man auch, die Bisse. Ja, ich habe vorher die Kamera angemacht, wo der erste Biss war. Ja, hat man auch bei den Bissen gesehen, die war so richtig tack, tack, tack. So wie halt eine Plötze beißt. Geil. Aber so könnte auch so ein Aal hier am Graben beißen. Also schauen wir mal. Ich bin echt guter Dinge. Wie gesagt, jetzt muss es bloß halten. Vom Wetter her. Guck mal da hoch. Ja, das wird schon ein bisschen ungemütlich. Schauen wir mal. Ja, also mich persönlich stört es ja nicht, wenn es regnet, aber man muss natürlich immer aufpassen mit der Kamera hier, ja, die sollte nicht nass werden,
Weil Technik, die nass wird, die funktioniert glaube ich nicht mehr so richtig. Oder sagen wir mal schlechter. Aber schauen wir mal. So, Route kommt wieder rein. Oder besser gesagt, die Montage kommt wieder rein. Ne? Und dann gucken wir mal. Ich meine, da hinten den Sonnenuntergang. Das ist natürlich... Ist natürlich echt herrlich. Wie gesagt, jetzt natürlich mit dem Sturm hier muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich habe hier, gut, wenn der Baum umkracht, der kommt nicht. Ah ne, der kommt nicht bis zu mir. Aber ja, da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Besonders wenn man hier irgendwo auf den Feldern unterwegs ist. Auch hier, da wird so die nächste Plötze sein, wieder kräftige Rüttelbüsche. Aber da merkt man die ersten warmen Tage so richtig. Ja, und schon kommt die ganze Natur in Wallung hier. Ja, die wie gesagt, die Bleie, die fangen an zu leichen. Ich denke mal, die leichen alle hier. Also das ist hier echt Tumult. Ja, damit könnte man in ganzen Naturfilmen quasi vollkriegen. Hier sieht man auch wieder, wie die dicken Bleie hier vorbeikommen. Da sind ganz schöne Exemplare dabei. Ja, aber das Gute ist, Jüster gefangen, Plötze gefangen. Ja, letzte Mal, wo wir hier waren, haben wir ja noch Rotfedern gefangen. Ja, also das Flüsschen hier ist wieder reichlich voll mit Fisch. Und dann hoffen wir mal, ja, damit wir hier irgendwo aus unserem Abschnitt auch noch einen Aal fangen können. Das wird natürlich. Aber ihr hörtet, wir sind hier am Rand von dem Sturm, also oder von dem Unwetter, was da hinten lang zieht. Ja, so geht das ja mal auf der Kamera, aber wenn man das so ein bisschen hoch macht hier, dann sieht man, dass das ein bisschen anders aussieht da oben. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe hier, wir bleiben. Oder die Kamera bleibt trocken. Jetzt muss ich die Kamera ganz schnell anmachen. Jetzt hat es endlich auf die rechte Route gebissen und das waren ja schon fast so ein Aalbisse. So. Da weiß ich nicht, jeder, der schon mal Aale so im Graben gefangen hat, der kennt das wahrscheinlich. Die ruppen da ganz schön dran, aber das ist so. Also ein anderes Beißen noch wie von so einer Plötze, aber das sah jetzt schon nicht schlecht aus. Ja, wenn da jetzt eine Glocke dran gewesen wäre, dann wäre so ein richtig schönes so ein Bimmeln so. Bim, bim, da ist er noch. Der Fisch ist auf jeden Fall dran. Aber schlängelt sich nicht wie ein Aal. Schade. Ja, was haben wir da? Oh, die dritte Fischart. Na Mensch, das wird ja mal besser. Ja, die dritte Fischart. Da haben wir doch tatsächlich einen kleinen Barsch. Geil. Dritter Fisch, dritte Fischart. Läuft. Tja, krass. Das hätte ich jetzt bei dem Beißen nicht gedacht, dass das jetzt ein Barsch ist. Crazy. Aber mit meiner Vermutung, dass die rechte Stelle die Raubfische stehen, habe ich doch recht gehabt. Ich meine, vor so einem Barsch hat natürlich eigentlich kein anderer Fisch unbedingt Angst da, aber das ist natürlich nicht schlecht. So, Tauwurm kommt wieder rauf, die Angel kommt wieder auf die rechte Seite und dann schauen wir mal. Jetzt wird ja so langsam dunkel mit der Kamera, ich selber sehe das gar nicht, weil es immer noch sehr viel Restlichtverstärker, der da drin ist, der arbeitet gut. Also langsam wird es dunkel, ist jetzt gleich 21 Uhr und dann schauen wir mal. Mal gucken, was in der Nacht, ob in der Nacht läuft. Bis jetzt haben wir auch echt Glück gehabt, dass das Unwetter und so hier hinten da rechts vorbeigegangen ist. Also an uns vorbei hier. So, wollte ich mal kurz auf euch wirken lassen. Das wird immer stürmischer. Ja, da muss man mal natürlich gucken,
Ob es sich dann noch. Ja, da war gerade ein Biss. Ob es sich dann natürlich noch angelt, wenn es dunkel wird. Denn das Gute ist natürlich, man braucht nichts für die Mücken. Weil wenn die nämlich auf dem Landeanflug am Körper sind, dann werden die einfach weggepustet. Ja, das ist immer das Schöne beim Nachtangeln, wenn es windig ist, hat man nicht so mit Mücken zu tun. Aber ansonsten wartet natürlich im Auto Thermafell. Aber man muss schon mal sagen, mich freut es natürlich tierisch, damit es so schön, also damit man wieder sieht, wie viele Fische so drin sind. Ne? Wir haben heute 3 Fische bis jetzt gefangen, 3 verschiedene Fischarten. Ja, für manche ist das immer so ein überhaupt gar nichts, ne? die auf die großen Fänge aus sind oder so. Die denken immer, mein Gott, was labert der da wahrscheinlich schon wieder für einen Blödsinn. Ja, aber für mich ist es einfach schön zu sehen, dass so diese eigenen Gewässer, die man hat, wie die jedes Jahr wieder so aufblühen. Ja, die Natur, finde ich, ist dieses Jahr auch so komplett im Einklang. Also wir haben wieder einen vernünftigen Frühling und alles so drum und dran. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, die Fische laichen zu den richtigen Zeiten und so. Also so habe ich das Gefühl, ne? Das ist immer meine persönliche Meinung. Wenn man so zu den Gewässern fährt und sich das alles anguckt. Und wenn ihr jedes Filmchen guckt, seid ihr auch immer mit dabei. Na, weißt du das? Ich wollte eigentlich gerade die Kamera anmachen, um euch nochmal das kleine, wie sagt man das schön, das kleine Setup vorzustellen. Hier im letzten Licht. Wie gesagt, kleine Kopflampe. Mehr braucht man nicht. Ne? 3 Stufen hier. Sind ja die 0815 Kopflampen, die gibt es ja schon für 7,99 oder 6,99. Ja, dazu habe ich immer noch Packen Ersatzbatterien dabei, manchmal sind die sehr schnell alle. Dann haben wir hier eine kleine Box, ja, da ist alles soweit drin. Ja, hier ist nochmal eine extra starke Taschenlampe drin. Ist manchmal gar nicht so verkehrt, man weiß manchmal gar nicht, wie dunkel das werden kann, wenn man unterwegs ist. Ja, und da ist so eine extra Taschenlampe, falls die Kopflampe doch mal kaputt gehen sollte. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, dann haben wir die coolen Bissanzeiger hier. Ja, das geht immer nur, wenn die an der Route sind, ja, wenn sie beißen, dass sie rot leuchten und ansonsten das Licht ist. Und dann haben wir natürlich das, was wir heute benutzen, die guten Aalglocken. Ja, da machen wir jetzt gleich links, rechts eine ran und dann kann man ganz gespannt sein, weil so langsam hat man nämlich das Gefühl, wenn man da hinten das Schilf sieht. Also wie gesagt, das ist mit Restlichtverstärker die Kamera. Ich selber sehe die Spitze drüben im Schilf gar nicht mehr so richtig. Ja, und wenn man sie sucht, dann wackelt sie von ganz alleine. Und da weiß man mal nicht, beißt nicht. Ja, und mit der Glocke, die hört man am wenigsten morgen früh noch. Also im Bett hört man die ja dann immer. Ja, die mache ich jetzt ran. Dann bete die Glocken und dann geht's los. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das ein Fisch war oder was drin getrieben ist. Aber ich glaube, da ist eher was drin getrieben. Ja, der kleine Fetzen ist noch dran. So, und hier haben wir so eine Glocke zum Klemmen. Die kommt daran. Zum Glück haben wir hier nachgeguckt. Hier haben wir ein Blättlein gefangen. Ja, das ist natürlich auch das Blöde beim Sturm, denn beim Flussangeln. Ja, dass dann viel so ein Treibzeug mit drin kommt. Aber da muss man durch. So. Hier haben wir eine andere Glocke. Die ist hier unten zum Schrauben. Ja, die kann man festschrauben. Weil hier haben wir ja die Angel, die eine dünne Spitze hat.
Und da passt sie nämlich optimal ran. Zack. Dann kann man die festschrauben. Bei dem Schrauben muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man die nicht überdreht. Dann brechen die mal ganz schnell ab, weil dann nur Plastik ist. So, aber die ist dann hier fest. Hier kann man sogar noch ein Klicklicht drin stecken. Kann man bei der anderen auch. Aber dann brauche ich jetzt gar nicht. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man weiß, dass man nicht unbedingt komplett durchangelt die ganze Nacht. Muss man jetzt kein Knicklicht gebrauchen. Ja, durch diese hellgrüne, neongrüne Glocke, diese Plastik, sieht man das doch so. So, dann sind beide Routen gespannt. Ja, ihr seht es ja, guckt mal da. Diese Neongrüne, meine ich ja. Das sieht man noch so ein bisschen mit dem Auge. Und so muss man jetzt die ganze Zeit nicht auf die Spitzen gucken, sondern kann sich einfach zurücklehnen. Und dann hört man hoffentlich gleich bümmeln. Herrlich. Geil. Oh. Genau so meine ich das. Hört mal. Einwandfrei. Ja, so sieht schon fast so ein Albis aus. Ja, aber besser hätte ich es jetzt euch nicht erklären können gerade. Ja, es bimmelt noch, herrlich, einwandfrei. Wie gesagt, für viele, die wirklich nur Raubfisch angeln oder die nur Karpfenangeln machen, die sowas nicht kennen, die haben echt im Angelleben was verpasst, muss man so sagen. Also so ein Nachtangeln mit Glocke dran, herrlich. Das ist wirklich herrlich. Also alle, die schon ewig angeln, die wissen ganz genau, was ich meine. Die haben das alle vielleicht mal früher gemacht. Und die Jugend, die jetzt so groß wird mit dem ganzen leichten Tackle und alles drum und dran, macht sowas einfach mal. Ja? Nicht schlecht. Oh ja, hängt. Oh. Ui. Ja, schon ein bisschen besser. Ja. Der ist schon ein bisschen besser. Oh. Was haben wir denn da? Was ein schöner Fisch. Schade, dass wir jetzt so wenig Restlicht haben. Alter Schwede. Guckt euch mal die Rotfeder an. Was für ein geiler Brocken. Absolut mega. Vierter Fisch, vierte Fischart. Boah. Geil, absolut geil. Also für mich ist das schon ein voller Erfolg. Ihr könnt jetzt nach Hause fahren. Zu Hause mir ein Bierchen aufmachen. Absolut mega. Absolut mega. So eine geile Rotfeder. Und das sind genau die richtigen Größen, die man sich auch dann braten kann. Das liebe ich ja, das schmeckt mega geil, so eine große Rotfeder. Ja, da ist ein bisschen mit Grätenpulen dabei, aber das ist ja nicht so wild. Absolut geil. So, und wenn wir uns heute durch die Fischarten angeln müssen, um den Aal zu fangen, müssen wir da halt durch. Haben wir die ersten schon mal abgearbeitet? Ich sag mal, da fehlen ja nicht mehr viele, bis vielleicht zum Aal kommen, oder? Aber die Bisse waren schon geil. Die Angel kommt wieder rein, also die Montage kommt wieder rein und die Angel auf dem Ständer. Da müsst ihr mal aufpassen, also wenn ihr so eine Glocke habt, die man ranklemmt, nicht damit auswerfen. Ansonsten bei jedem sechsten Wurf oder sowas fliegt die Glocke mit ab, sondern werft aus und macht die Glocke danach an. Und dann geht's weiter. Geil. So, meine Lieben, wie ihr jetzt seht, die Nachtsichtkamera ist wieder im Einsatz. Wir hatten ja gerade schon
den nächsten Biss hier wieder. Ja, das war aber ein anderes Bümmeln wieder, so ein, weiß ich nicht, könnte fast Jüster sagen, ja, ein Jüster-Biss. Boah, das ist jetzt so interessant, ich habe es ja gerade davor schon mal angesprochen. Das ist einfach herrlich. Und dann irgendwann so das Rasseln losgeht. Ja, manchmal ist das so ein richtiges Schellen, das ist einwandfrei. Wie gesagt, jetzt der Wind, der wird doch immer ein bisschen weniger. Dann werden wahrscheinlich auch gleich die Mücken kommen, mal gucken. Aber eigentlich passt vom Wetter alles perfekt. Ja, wenn wir heute hier vielleicht keinen Aal fangen sollten, dann werden wir erstmal so ein Hopping machen. Also die nächsten Ansätze, damit man sich immer so einen anderen Graben wieder raussucht. Ja, die haben zwar alle hier miteinander Verbindung, aber die haben auch überall so ein Wehr. Und man weiß nicht immer, wie oft werden die aufgemacht und so, kommen da Fische durch oder nicht. Und dann schauen wir mal. Ja, weil wie gesagt, mit dem bisschen Tackle, was man hat, ist man so frei beweglich. Und nach der Arbeit, endlich wird es dann langsam Sommer. Ja, wenn die Kinder im Bett sind, ja, spätestens 20 Uhr, hat man immer noch Zeit, eine Stunde zum Wasser zu fahren. Ja, und kommt gerade rechtzeitig an, wenn es denn so schummert. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob der, also ob noch Bisse kommen. Also es war ja gerade wieder einer, aber ob der fünfte Fisch, den wir hier vielleicht rauskriegen, wieder eine neue Fischart ist. Das wäre natürlich geil. Wie gesagt, vielleicht müssen wir uns durchangeln und kommen irgendwann beim Aal raus. So, jetzt haben wir endlich. Ihr seht es, es ist jetzt richtig dunkel. Es ist jetzt sogar schon 10 Uhr. Ne, also 22 Uhr, die ganze Zeit gab es nichts, außer lauter Bisse von Fledermäuse sozusagen, also wo die Fledermäuse in die Ruten fliegen. Ihr treibt jetzt leider nach dem ganzen Sturm so viel Dreck runter, ich kann die Ruten nicht tiefer stellen, weil ich sonst so viel Dreck drin kriege in die Schnur. Und so fliegen die ganze Zeit die Fledermäuse rin und bümmelt hier in die Natur. Ja. Da muss man immer genau aufpassen, sind das die Fledermäuse, die da so rinfliegen, oder ist das doch mal ein Biss? Und auf der linken jetzt, das war ein bisschen länger. Aber ansonsten gab es wirklich, also seitdem es jetzt dunkel geworden ist, keinen vernünftigen Biss. Muss man leider so sagen. Also ich habe euch ja schon vorher gesagt, dass ich so ein bisschen zweifle, dass hier noch Aale drin sind. Oder halt, wie gesagt, so viel Aal, damit man halt überall einen Aal fängt. Aber dafür sind wir unterwegs, dafür gehen wir angeln, ja, um genau so was rauszufinden. Ich werde jetzt beide Routen nochmal nachgucken. Nochmal einen frischen halben Tauwurm Ruf machen, der so ein bisschen Stoff abgibt. Und dann fangen wir noch einen Fisch. Oder auch nicht. Ihr werdet sehen und ich werde es erleben. So, hier ist sogar ein Fisch dran. Zack, da hängt eine kleine Jüster. So klein ist die gar nicht, wa? Ja, mal gezuppelt und dran hängt sie. Geil. Freunde, wir sind wieder im Auto. Ihr hörtet hier noch bimmeln. Wir konnten keinen Fisch mehr fangen. Es ist jetzt 23 Uhr. Ich breche jetzt die Sache hier ab. Habe alles zusammengepackt. Ja, ich glaube nicht, dass auf der Strecke hier vielleicht noch ein Aal existiert. Und wenn, dann nur ganz schwer zu fangen ist. Also Momentaufnahme natürlich. Aber wir probieren weiter. Es gab ein paar schöne Fische. Die Rotfeder war die geilste natürlich.
Und das erste Mal den Bümmeln, Nachtangeln für mich dieses Jahr. Ein bisschen spät, aber es geht jetzt endlich los. Und dann schaltet ihr einfach wieder ein. Freitag 19 Uhr oder ab und zu mal Dienstag 19 Uhr. Bei so einem Filmchen hier vom Fluss oder auch von irgendwo anders. Ihr werdet es dann sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bis bald.